Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft, The Burning Crusade. Wir sind mittlerweile bei Folge 22 angelangt. Ich bin zwar wieder im Gasthaus, aber viel habe ich nicht gemacht. Ich habe mir ein bisschen Geld geschickt, damit wir endlich wieder mal zum Lehrer mal können. Und ich habe. Ja. Ein bisschen die Taschen aufgeräumt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter questen. Mittlerweile 25. Ich hatte eigentlich auch in der Videobeschreibung geschrieben, hier bis 25 mal ausprobieren. Momentan würde ich sagen, macht es noch viel Spaß. Von daher bleiben wir erstmal dabei und gucken, wie es weitergeht. Und zu Projekt Zombroid würde ich sagen, ich schaffe es irgendwie leider nicht. Das ist auch noch hochgekommen. Darum lege ich das erstmal auf Eis. Ja, ich krieg's irgendwie nicht hin, sag ich mal. Aber das werde ich versuchen weiter zu. Oh, toll. Ich hätte erst gucken können, wo es hingeht. Das kriege ich irgendwie nicht auf der Reihe. Projekt zum Grund. Aber gut, der Speicherstand steht ja, von daher. Kann da nichts passieren. Wenn ich irgendwann wieder etwas mehr Zeit habe, gucke ich, dass ich das auch hinbekomme. Und der Mr. Krabs ist mal gerade wieder. Oh, Mr. Krabs heißt der jetzt. Der Mr. Dean. Jetzt erstmal weg. Wir waren letztes Mal hier oben. Und da haben wir ja nur die Quest angenommen. Und da bin ich dann einfach nach Astrona gelatscht und hab das Geld abholen, ein paar Sachen weggeschickt. Aber, naja, nix Spannendes. Ich gehe mal hier zum Steinkrallenpfad. Oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken, ne? Blöder Elch. Mann. So ein Elch auf einmal machen kann. Oh, dann können wir sogar ledern. Mit 16. Weiß ich nicht runter, dass er nicht zu viel Fleisch hat. Oh, ich habe glaube ich hier eine Bären, ich hoffe, der macht kein Blödsinn. Wenn ich den kenne, macht der Blödsinn. Tja, oder auch nicht, nämlich weggesagt. Gut. Mehr Spaß zu uns. Wahrscheinlich kann ich da gar keine Feste kriegen, ne? Muss ja was machen oder so. Ach, hier sind wir, okay. Das Nachtelfenlager, was wir durch Zufall gefunden hatten. Wo wir die Schienen gemacht hatten. Okay, das heißt, hier können wir gar nichts reißen. Das hätten wir sonst rein dürfen, aber. Dafür haben wir zwar leichte Lehne bekommen. Ja, und es war eine Erfahrung wert. Wir haben zwar keine Erfahrung bekommen, aber es war eine wert. Okay. So, und dann müssen wir hier den Weg dann hochgehen. Ach ja. Dann machen wir das so. Wie man das so kennt. Wir wipen uns weg. So. Oh, gehen wir erstmal den Weg. Können wir uns auf dem Weg regenerieren.
Von daher kein Problem. Kein Problem. Haben wir denn hier was Tolles? Die haben wir mittlerweile an. Ah ja. Okay, sind sie richtig? Nein, sind sie falsch. Ich habe auch alles verwirrend hier. Ja, der Teufel ist alt. Die fände ich auch mal gut im Questen. Ich glaube, 50 oder 54 kommen wir da hin. Aber so um die Ecke. Ich habe noch ein altes Video von damals meiner Gilde gefunden. Ich muss ja nur den Ton verändern. Beziehungsweise das Hintergrundlied. Wegen der GEMA und so. Dann lade ich das mal hoch. Könnt ihr euch das mal angucken. Von damals. Das geht sogar ein paar Minuten, ich glaube 10 oder 11 Minuten ist es sogar. Ich habe mir damals die Gilde vorgestellt. Ja, das ist schon eine Ecke her. Ui, 28. Ich glaube, den muss ich killen. Wenn er nicht mich killt. Ja, ist klar. Ah, obwohl es ja nicht ganz gut von uns aus. Die Allee groß, 26. Ja, geht eigentlich. Warum der sich hier verirrt hat, weiß ich auch nicht. 27. Ja. Werden größer, okay. Hier müssen wir hin. Da müssen wir mal hinkommen. Ich laufe jetzt einfach mal ein Stück weiter. Und den geht Teufelswald reinlaufen möchte ich nicht. Müssen wir jetzt gleich hier hoch abbiegen. Vielleicht haben wir eine kleine Straße oder so, oder einen Weg. Oder wir laufen einfach komplett ein wie immer. Ich glaube, uns bleibt nichts übrig, weil hier vorne fängt der Teufelswald an. Der Schild einzulaufen. Okay. So wie immer. Wir brauchen einen schnelleren Schuss, das wäre toll. Oh, ich muss bald Pfeile kaufen. Sobald man nämlich eine Zahl sieht, ist das immer nicht gut. Nur ob ich hier rumlaufen kann. Oh je. Manuide. Ich weiß, es gab in PC? Nee, in Wirkel K, genau, da gab's Turm, nee, da gab's eine Questreihe.
Boah, hier ist der Sinn. Heißt. Christlieb-Bereich. Da gab es einen Wolf. Oh, den könnte man häuten. Ist so lustig. Da gab es einen Wolf. Außer so ein Nicht-Wolf, wie heißen die denn? Ein Worgen, genau, Worgen heißt er. Den konnte man als Haustier machen. Er war dann nämlich als Wildtier gekennzeichnet. Den konnte man dann, und dabei haben die dann irgendwann gefixt, dass es nicht mehr geht, dass er dann direkt humanoid ist. Schade fand ich das, weil damals war mein Jäger noch nicht so groß, dass er den hätte sich zähmen können. Ja, als dann die ganzen Videos rauskamen, hier, wie man das dann macht. Kurz danach haben sie das nämlich gefixt. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Questreihe heißt. War ja klar. Also ein Morgen als Haustier finde ich auch cool, beziehungsweise als Haustier, sondern hier als Pet. Auch gefallen. Ich hatte mir noch runter. Guck mal, was da einfach gibt. Da! Aha! Eine Kiste gibt es da, okay. Toll. Nötig toll Schlüssel. Wahrscheinlich müssen wir dafür hier die Holzdinger killen. Ist ja meistens so. Das wird ja Sinn machen, so. Bäumlinge. Holzschlüssel. Liegt da. Holzschlüssel. Ich wollte gerade sagen, verdammt, die Kiste ist weg, aber dann liegt er da. Schön. Perfekt einlaufen, gehen wir da wieder auf den Weg. Ja. Das Gute ist, wenn wir jetzt Akku, wir können den ja ein bisschen mehr holen. Komm mal zurück, komm. Wegen Plündern gleich. Immer schlecht dran. Was? Eisenschaft. Ach so, ist aber warm, hä? Ist das denn jetzt so ein Quest-Item? Der denn her? Aber der haben wir aus der Kiste geholt. Ich dachte, der hätte den gerade gebracht. Quest-Item, das macht ja gar keinen Sinn. Nee, machen wir was. So. Was er gleich schickt. Hier hin. Und danach hier runter. Ja.
Was ist denn das? Steinkultur. Ach, da ist ja unser Freund wieder. Geisterpfoten, also. Ihr könnt auch ein Glühwein-Lied sein. Finde ich toll. Hat er noch nicht mehr was. Der war jetzt 27. Ne, gut, dann kommen wir den da auch nicht. Die dann, das wäre toll. Wo ist denn eigentlich der Mond? Quest ist doch einfach, okay. Kommt bestimmt in die Quest. Tötet 500 Geisterpfoten, einfach ist viel Spaß. Machen wir unser Schnelllaufen hier wieder an. Wie es vorangeht. Ist noch einer. Ah, die sehen ja schon schön aus. Hoffentlich hat das die nicht gehört. Ich hab danach wieder ab oder so. Ja, dann habe ich auch wieder 76 Skillpunkte, allerdings haben wir nichts, was er lernen könnte. Das heißt, wir müssen nochmal zum Lehrer. Aber erstmal geben wir unser Questchen ab. Ah, okay. Ich sagen, aber er sieht stark nach Horde-Questgebiet gerade aus. Na, stimmt. Weil hier hinten irgendwo ist ein Horde-Lager. Da könnte man zum ersten Mal auf die Horde treffen. Ansonsten, ich bin damals das erste Mal auf die Horde getroffen, als ich zum Schlingenanteil gelaufen bin. Da liefen dann auch größere rum. Oh Gott, oh, guckst du mal da. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, PvP anzumachen. Tja, und dann war es mit mir gewesen. Zack, Umleuchte. Wie ist denn jetzt durch da verlaufen? Oder? Nee. Ach, ist das schön. Ich hätte auf der Straße bleiben sollen, aber nö. Ich musste ja wieder querfeld einlaufen. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich muss nämlich jetzt da hoch. Nehmen wir jetzt ein bisschen Leder mit. Wenn der schon hier so rumläuft, warum nicht? Schön. Oh. Ich dachte, nehmen wir uns auch mal Leder mit. Warum nicht? Toll, Handschuhe. Ich würde mich ja freuen, wenn es keine schwere Rüstung ist. So, hier noch mehr Leder von uns rumläuft. Da zwar, ja, aber kein böses Leder. Können wir auch trotzdem mitnehmen. Da läuft ein böses Leder. Fehlversuch. Ah, das habe ich nie vermisst. Ich weiß gar nicht, wann das geändert worden ist. Ich glaube mit Portal K irgendwann mittendrin.
Weil am Anfang meine ich mich nämlich zu erinnern, dass es da auch noch viele Versuche waren. Als ich nämlich noch war, ich auf dieser Anhöhe. Nee, nicht Anhöhe, dann kann man gerade bei Vodka rein. Auf dem Questgebiet. Wo man. Ja, das Ding, die aussahen wie Motten, diese komischen Käferdinger da. 20. Jetzt kommen wir bald auch die Wölfeleder an die Alphas. So, hier, da geht der Weg los. Na gut, da geht der hinten auch schon, na gut. Na, Quest hier mal ab. So, vielleicht bekommen wir aber schon. Hallo? Nein, aber nicht. So, die nächste Quest in Höldenheim. Karte geschaut. Na gut, lassen wir das jetzt, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Einen schönen Tag noch.